Die Legenden vom FC Bayern München. Eine Mannschaft gespickt mit internationalen Topstars. Mit Weltmeistern, Champions-League-Siegern, deutschen Meistern und DFB-Pokalgewinnern. Kicker, die damals schon Kult waren. Wie Klaus Augenthaler, Lothar Matthäus oder Giovane Elber. Große Namen als Botschafter für den FC Bayern München weltweit. Die Familie der ehemaligen Spieler vom FC Bayern München leben das Mir san Mir weiter. Es fühlt sich an, als wären sie nie weg gewesen. Es fühlt sich an, als wäre die Zeit stehen geblieben. Es wirkt so, als hätten sie sich überhaupt nicht verändert. Die Legenden vom FC Bayern München. Ja, also vom Verein wurde ja beschlossen, es war im März 2017, sagen wir, dass es eine neue Abteilung gibt, also die FC Bayern Legenden. Mit den Botschaftern auch, sagen wir, die für den FC Bayern natürlich für die Sponsoren mit am Werke sind, um deren Marke und unsere Marke besser zu verbreitern. Und da wurde auch beschlossen, sagen wir, dass man eine Legendenmannschaft neu gründen wird. Es ist der sogenannte Fitting- und Fotoshooting-Tag, bevor die Legenden ihre Reise nach Liverpool antreten. Neue Fußballschuhe, neues Outfit. Alles professionell. Das moderne Schuhwerk ist jedoch auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Fast schon eine Art Aufwärmprogramm. Ja, nee, Klaus gehört natürlich zu den Älteren, aber ich hatte ja noch das Glück, wirklich gesagt das Glück, dass ich ein Jahr oder zwei waren es, glaube ich, noch mit ihm zusammen spielen durfte. Und von daher, Klaus war für mich früher schon in meiner Jugend, war Augenthaler ein Begriff beim FC Bayern. Und die Respektsperson ist es nach wie vor noch für mich heute. Klaus Augenthaler, Bayern-Kultkicker, von 1975 bis 1991 Profi, nur beim FC Bayern. Schütze des Tores des Jahrzehnts gegen Eintracht Frankfurt 1989. Siebenmal deutscher Meister, dreimal DFB-Pokalsieger und Weltmeister, 1990 in Italien, gemeinsam mit Hansi Pflügler. Mittlerweile hat man so viele Anfragen und kann eigentlich da gar nicht mehr hinterherkommen. Deswegen hat man eigentlich beschlossen, dass man für unsere, nach wie vor für die Sponsoren tätig ist, aber auch Charity-Matches macht. Also als Beispiel möchte ich nennen, sagen wir haben jetzt dieses Jahr das Coca-Cola-Match gemacht. Da hat Coca-Cola eine große Ausschreibung gemacht und dann hat sein Amateurverein hat das gewonnen und der hat dann gegen die FC Bayern Legendenmannschaft gespielt. Es ist ein Großereignis, Anfang November 2017 im niedersächsischen Hespe. Die Amateure aus der 13. Liga gewinnen bei einer Aktion von Coca-Cola ein Spiel gegen die Legenden vom FC Bayern München. Ein unvergessliches Erlebnis nicht nur für die Amateurspieler, ihre Familien, Freunde und den gesamten Ort, sondern für alle Beteiligten. Die Legenden vom FC Bayern München in einer starken Besetzung. Das Torfestival eröffnet Luca Toni, aber der Spaß steht im Vordergrund. Die Legenden vom FC Bayern lassen den Amateuren vom TSV Hespe auch ihre Erfolgsmomente und die Gastgeber zeigen durchaus ihre Qualitäten. Schließlich bleibt es nicht bei einem Ehrentreffer, sondern am Ende deren drei. Hespes Mittelstürmer und Doppeltorschütze Marcel Vlies ist bei Schlusspfiff der umjubelte Mann. Alle sind begeistert und stürmen den Platz. Glückliche Gesichter, wohin man blickt. Die Legenden vom FC Bayern München schlagen mehrere Fliegen mit einer Klappe. Sie sind als ehemalige Profis nicht nur weiterhin Repräsentanten des Clubs, sie tragen auch dazu bei, die Marke FC Bayern aufgrund ihres Wiedererkennungswertes weiter zu transportieren. Also lustig war meine ersten Jahre hier, wo ich war Meister, deutscher Meister. Und nach dem Spiel, ich war so froh und wie ein Kind. Und ich habe die Fahne von Brasilien, den Kopf und mit den vielen Sachen gelaufen in die Olympische Stadion. Und das ist klar. In diesem Spiel gegen Werder Bremen, das war der letzte Spiel, ich habe ein Tor mit dem Haken gemacht. Also für mich war das schönste Tor, weil ich habe bei Bayer Leverkusen 4 Jahre gespielt und dann meine Transfer nach Rom, wieder zurück nach Deutschland und einmal Deutscher Meister zu werden, der erste Deutscher Meister zu werden, das war die einmalige Zeit und die schönste Zeit für mich. Vor allem, weil ausgerechnet dieser 20. Mai im Jahr 2000, der 34. Spieltag, von einer besonderen Dramaturgie bestimmt war.
Paulo Sergios 13. Saisontor in seinem ersten Jahr bei den Bayern zum am Ende 3:1-Sieg gegen Bremen. Ein fantastischer Spielzug über Hasan Brazzo Salihamidzic weiter zu Mehmet Scholl und dann die brasilianische Vollendung. Erinnere ich mich gerne an das Jahr 2000 zurück, als wir damals mit Unterhaching bei Leverkusen am letzten Spieltag geschlagen haben und so einen kleinen Teil dazu beitragen konnte, dass mein Herzensverein Bayern München damals deutscher Meister wurde. Aber da ist halt die eine Marke in der Mitte, das ist der FC Bayern München, und da passt das alles gut zusammen, sagen wir, man versteht sich recht gut, man hat das gleiche Ziel gehabt, da Erfolg zu haben, miteinander Erfolg zu haben. Und deswegen macht es auch unheimlich Spaß, sagen wir, mit den Burschen. Ja, ich finde, dass das super ist, dass der Verein einen nicht vergisst und man doch viele Jahre hier gespielt hat, ob es in der Jugend war, Amateure und dann Profis, und es macht natürlich Spaß dann. Der bosnische Münchner Zvezdan, genannt Zvečke Misimovic, ist ein Eigengewächs vom FC Bayern München. Von 97 bis 2000 in der Jugend, danach 4 Jahre bei den Amateuren mit sporadischen Profieinsätzen. Ich habe nie so geplant vor dem Spiel, was mache ich, wenn ich ein Tor schieße. Weil ein Tor zu schießen ist schon schwierig. Zuerst muss man das Tor machen und dann später muss man irgendwas überlegen, wie man das jubelt. Und bei mir war immer ganz spontan. Und das mit dem auf dem Teppich da, das war sehr schön. Ja. Giovane Elber schreibt mit dieser neuen Form des Jubels Bundesliga-Geschichte. Seine Wertschätzung für seinen Verein, der immer zu seinen Leuten hält, in guten wie in schlechten Zeiten. Ja, sicherlich gibt es da ein paar, also vielleicht ein Mehmet Scholl, ein Michael Beilag, ein Oliver Kahn. Schön wäre es einmal, wenn Scholl wieder dabei wäre, ab und zu bei einem oder anderen Match. Sagen wir, ja, Wünsche hätten wir schon, sagen wir, aber ich glaube, trotzdem haben wir bis jetzt immer einen recht ordentlichen Kader gehabt, sagen wir, um die Leute zu begeistern. Und wie die Fans begeistert sind. Die Bayern-Legenden sind Weltstars. Fotos mit ihnen und Autogramme sind nach wie vor gefragt. Ja, das ist ja so, wie wenn man in der Schule geht und nach 10, nach 20 Jahren sich wieder irgendwo mal trifft. So ist es natürlich hier jetzt auch. Mit einigen Spielern habe ich gar nicht zusammengespielt. Ich denke an Luca Toni und De Michelis. Mit anderen Spielern wie Klaus Augenthaler, der heute der Trainer ist, habe ich große Erfolge gefeiert. Michael Danat, Sternkopf, viele Spieler da, die man eben auch über Jahre vielleicht nicht mehr so gesehen hat. Hans Pflügel habe ich gesehen. Bin heute Morgen erst angekommen, deswegen habe ich noch nicht die ganze Mannschaft getroffen. Und es macht natürlich Spaß, hier dabei zu sein. Das Legendenspiel vom FC Bayern an der Liverpooler Anfield Road im März wird für alle ehemaligen Spieler vom deutschen Rekordmeister ein unvergessliches Erlebnis. Aus 54.000 Kehlen hallt das berühmte You'll Never Walk Alone durchs Stadion. Gänsehaut. Für die meisten Spieler vom FC Bayern Neuland, kaum einer ist hier in seiner aktiven Zeit aufgelaufen. Im Gegensatz zu Xabi Alonso, der je eine Halbzeit für beide Teams spielt. Der spanische Weltmeister mit dem 5:4 für Bayern. Der Norweger Björn Tore Kvamme mit dem 5:5 Ausgleich für Liverpool und dem gerechten Endergebnis. Am Ende ist es das Gesamtpaket, das alle Spieler so beeindruckt. Die Strahlkraft der Legenden, die Stimmung im ausverkauften Stadion und eine beeindruckende Summe für wohltätige Zwecke. Diese Reise hat sich gelohnt. Schließlich ist der FC Bayern München ein Weltverein. Die großen Märkte wie Asien und auch die USA müssen gepflegt und bedient werden. So unternimmt die erste Mannschaft seit einigen Jahren im Sommer die Audi Summer Tour und bereist alternierend Asien und Amerika. Es bietet sich an, dass die Legenden vom FC Bayern München sich dann in die entgegengesetzte Richtung aufmachen. Schon letzten Sommer reisten mit Giovane Elba, Hasan Salihamidzic, Raimund Aumann und Miro Klose einige Legenden nach Asien, um ein FC Bayern Fanclub-Turnier zu unterstützen. Vielleicht kommt in diesem Sommer die gesamte Legendenmannschaft nach Fernost. Das wäre ein Hallo. Es sind große Pläne, die der FC Bayern München mit seiner Legendenmannschaft vorhat. Die Organisation ist heutzutage nicht ohne. Schließlich hat jeder der Spieler eigene Termine und Aufgaben. Also heute bin ich der Botschafter von DFL in ganz Europa und ich war jetzt im Januar in Italien. Wir haben ein bisschen von der Bundesliga gesprochen. Ich bin ja wieder zurück beim FC Bayern. Ich bin Internationalisierung, sprich Jugendtrainerausbildung im Ausland. Ich war jetzt in Nigeria für Bayern, ich war in China, ich war in Amerika. Es macht riesen Spaß.
Mein Tag sieht so aus, dass ich zuständig bin für die Tore beim FC Bayern im Junior-Team. Da habe ich meine zwei Mannschaften, das ist die U16 und die U17, wo ich normal tätig bin. Jetzt kommt noch dazu, dass ich die vom Tom teilweise mit übernehme, weil der Tom natürlich wieder hier aktiv ist und es ist ein Fulltime-Job. Fußball spielen können sie alle noch. Ihre Namen haben den Klang von Weltmeister, Champions League und Meistertiteln. Die Legenden vom FC Bayern München. Gern gesehene Gäste überall auf der Welt.